Heute haben wir den Sturm und der Mai wird es weiter bunt treiben in den kommenden Tagen. Kurz mal mit hochsommerlichen Temperaturen und dann wieder mit einem Rückfall. Durchaus auch mal mit Schnee, vielleicht sogar wieder bis in mittlere Flachlandlagen. Grüße Sie und grüße euch. Und wir schauen uns erst einmal an, wo der Mai momentan steht. Das ist die Temperaturkurve der 30 Jahre von 1961 bis 1990. Das Grüne hier am Anfang ist der Mai bisher mit einer Mitteltemperatur von 7,6 Grad. Das ist ungefähr so wenig wie das alte Klimamittel des Aprils. Und dann geht es extrem weit nach oben, extrem weit nach unten und dann wieder nach oben. Und am Schluss hätten wir dann Mittel von um die 10 Grad und dann kommt ja die letzte Dekade und die wird dann entscheiden, wird der Mai etwas zu warm ausfallen oder bleibt er zu kühl. Wir schauen uns mal die Linie von 1961 bis 1990 an. Der Mai ist also wärmer geworden wie alle Monate im Vergleich zu den 30 Jahren 61 bis 90 und 1991 bis 2020. Und wenn wir die Linien zusammentun, dann sind wir bei 13,1 Grad aktuell neues Klimamittel, 12,1 Grad altes Klimamittel. Wir wollen uns aber mit etwas anderem beschäftigen, und zwar mit diesem Peak hier. Der sollte am kommenden Sonntag stattfinden, am 9. Mai. Und danach schauen wir uns diesen Absturz an, den wir um den 13. Mai haben. Wir gehen aber auf den 12. Mai ein, auch wenn die Mitteltemperatur da ein bisschen höher ist. Das ist sauspannend, was das Modell direkt rausschmeißt, also den Modelloutput. Und wir beginnen mal mit dem kommenden Sonntag. Das ist die Bewölkung über Mitteleuropa. Da hätten wir im Süden und im Osten Deutschlands sowie im Alpenraum strahlenden Sonnenschein. Es wäre oft wolkenlos. Und diese dünnen Wolken, die können wir letztendlich in der Pfeife rauchen. Erst nach Nordwesten zu sind mehr Wolken unterwegs. Das wäre die Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe mit einer Blase von über 15 Grad. Zum Vergleich, das sind 15 Grad mehr, als es derzeit im Schnitt ist. Da das aber sehr warme und fluffig leichte Luft ist, bräuchte die theoretisch auch im Sommerhalbjahr Wind zur Durchmischung. Und da wir hier wenig Wind haben, das sind die Isobaren, die liniengleichen Luftdrucks, wird sich diese Luftmasse nicht ganz bis zum Boden durchsetzen. Nichtsdestotrotz wird es hochsommerlich sein. Dann zeichnen wir das Ganze mal in Symbolen ein. Hier Sonnenschein, im Nordwesten Gewitter. Und das wären die Temperaturen. Verbreitet gäbe es 20 bis 25, im Süden 25 bis 31 Grad. Es werden hier laut Modell 25, 26 Grad berechnet. In 1500 Meter Höhe sind es 17 Grad. Und wenn wir diese Faustregel haben, 15 Grad drauf zu rechnen, dann wären wir bei deutlich über 30 Grad und so sind 25 bis 31 Grad absolut realistisch. Im Osten Österreichs ist es dann wieder ein bisschen kühler. Kühler auch in Anführungszeichen. So, das ist der Sonntag und jetzt springen wir auf den Mittwoch der kommenden Woche wieder direkt Modelloutput. Da ist nichts mehr mit Sonne. Alles ist zugekleistert über Mitteleuropa. Richtung Küste gibt es ein paar Wolkenlücken. Ansonsten Österreich, Schweiz und Deutschland sind dicht. Mit folgender Luftmassentemperatur. Wir erinnern uns, 17 Grad sind es hier unten gewesen und dann sind es minus 3 Grad. Das sind mal eben 20 Grad Luftmassentemperatur weniger. Die Restwärme verschwindet nach Osten. Wieder viele Isobaren, spricht für kalten Wind, die allerdings dann keinen südlichen Wind auslösen, sondern nördlichen Wind mit folgenden Niederschlägen. Verbreitet gäbe es Regen und in einem Dreieck vom Berchtesgadener Land bis zum Taubertal und runter in den Südschwarzwald, da hätten wir dann Schnee. Der muss nicht unbedingt liegen bleiben, aber die Niederschlagsform, die da von oben runterkommen würde, wäre Schnee in den Alpen sowieso. Das ist nur der Hauptlauf, aber das wird berechnet. Und das ist die Kurve nach unten. Zusammen mit Temperaturen hier in den Schneefallgebieten und Regengebieten von 1 bis 4, sonst von 5 bis 10. Dort, wo man so ein bisschen die Sonne raushascht, von 10 bis 14 bzw. 10 bis 17 Grad. Das sind gerade die Sachen, die in den Wetterkarten umhergeistern und die sind ja spannend genug. Bringen wir das jetzt mal alles auf den Boden der Tatsachen und auf den Teppich. Am Sonntag ist das die Großwetterlage. Warmes Tief, warmes Hoch, südwestliche Strömung und dann eben die Wärmeblase, die nach Mitteleuropa reinzieht. So sieht das das europäische EZMWF-Modell, so sieht das das amerikanische GFS-Modell, so sieht es auch das Gemittelte alles. Das können wir so abhaken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Richtung geht, ist sehr hoch. Und jetzt gehen wir weiter und schauen auf die Wochenmitte der kommenden Woche. Das ist der sogenannte Hauptlauf. Alles vertauscht. Hier lag, schaut mal, das Tief hoch und jetzt haben wir hoch, tief.
tief. Also das Gegenteil, kippt er in eine nördliche bis nordöstliche Lage und wir haben Kaltluft bei uns liegen. Die sieht man auf dieser Karte nicht so stark. Aber wenn wir dann, übrigens da kommt noch die Warmluft dazu, die sorgt dann dafür, dass wir Aufgleitniederschläge haben mit eben ergiebigen Regenfällen. Und jetzt nehmen wir die Temperaturen in 1500 Meter Höhe mit rein. Da haben wir hier verbreitet unter 0 Grad, das haben wir eben reingezoomt gesehen. Und hier kommt dann die Wärme ran und wenn die beiden Luftmassen sich mischen, hier staut sich die kalte Luft an den Alpen und hier gleitet die warme Luft auf die kalte Luft auf und wird entsprechend viel Regen auslösen. Das ist auch so eine 5b-ähnliche Wetterlage. Das Gemittelte, das ist der Hauptlauf eben gewesen, das Gemittelte sieht nicht ganz so drastisch aus, wobei die Grundstruktur ähnlich ist. Die feucht-kühle Luft kommt von hier reingezogen, die warme bzw. feucht-warme Luft von Osten rein. Das wird also recht niederschlagsreich dann in der nächsten Zeit ausfallen. Mit der Luftmassengrenze im Osten die 10er, dann die 5er und fast Richtung Westen die 0er. Das ist gemittelt, da sind ein paar wärmere Läufe dabei und ein paar kältere, die wir eben gesehen haben. Da ist viel, viel Action drin. Und um das jetzt einfach auf den Punkt zu bringen, wie geht es die kommenden Tage weiter mit den Symbolen, ganz einfach, wie wir es kennen. Am Donnerstag kommt von Südwesten ein Regengebiet herangezogen. Sonst haben wir zahlreiche Regenschauer. Im Osten hält es und auf der See. Dazu ist und bleibt es windig mit stürmischem Wind, vor allen Dingen in Küstennähe und Höchstwerten von 7 bis 13 im Alpenvorland, am östlichen Alpenrand von bis zu 17 Grad. Mehr bringt der Mai auch am Donnerstag nicht auf die Kette. Am Freitag sind wir wieder auf der Rückseite. Höhenkaltluft kommt reingeflossen mit Gewittern und in einem Niederschlagsgebiet, das von Hamburg und südlichem Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen Richtung Mecklenburg-Vorpommern zieht und nördlich von Berlin auch noch sein Unwesen treibt, wird es vorübergehend mal Schnee geben können. Auch in den Alpen schneit es phasenweise weit runter. Im Südwesten gibt es ein paar größere Wolkenlücken, ebenso wie auf der Nordsee. Der Wind weht stark bis stürmisch aus West bis Nordwest und ist beißend kalt und unangenehm. In den Niederschlagsgebieten sind es 3 bis 9, sonst 10 bis 15 Grad. Freunde, wir reden hier immer noch von Mai. Das könnte auch mal ein Märztag sein, Ende März. Das ist noch alles ziemlich schattig. Ändert sich dann am Samstag. Da zieht eine Warmfront über uns hinweg mit kompakten Wolken, die wir vor allen Dingen im Westen haben, mit leichtem Regen und Nieselregen. Davor zieht der Wolkenschirm auf, danach lockert es auf. Höchstwerte von 13 bis 18, im Regen von um die 10 Grad und im Südwesten werden es schon 19 bis 23 Grad sein. Und den Sonntag nehmen wir nochmal mit rein. Ganz vereinfacht dargestellt, in der Südosthälfte Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen, in der Nordwesthälfte eher schwül mit ein paar Schauern und Gewittern. Und wie stellt man den Wochenbeginn dar? Das ist noch eine Zone, eine Grauzone, eine Wetterzone. Das europäische EZMWF und auch das amerikanische GFS-Modell sehen eine Luftmassengrenze. Im Osten hätten wir den Sonnenschein, im Westen schon den Regen, dazwischen eine Gewitterzone. Das kann sich alles um ein paar hundert Kilometer nach Osten verschieben, kann sich auch noch nach Westen zurückdrücken. Es ist nur eine Richtlinie, wie es ungefähr sein wird, mit folgenden Temperaturen. In der kalten Zone, wo es dann schon regnet, sind es teils einstellige Temperaturen, sonst 15 bis 25 Grad, je nachdem, ob schon Gewölk aufzieht oder noch die Sonne scheint. Und im Osten wäre es dann 25 bis örtlich 32 Grad. Bedeutet, die Wärme, die am Sonntag dann da ist, hält im Osten länger und wird im Westen sehr schnell wieder verbannt.